So, du kannst... Anstatt das geostationäre Warenlager, kannst du lieber anfangen, hier die interplanetare Verwaltung zu pappen, beziehungsweise zu bauen. Genauso wie du. Oder hast du die hier schon? Ich werde sie wahrscheinlich nie finden. Es fehlt eine Gebäudeübersicht. Even without me, our scientists have made a new discovery. Nanomaschinen für den Bau von Gebäuden und Schiffen. Dadurch wird insgesamt weniger Material benutzt und gleicher Stärke und Haltbarkeit der Konstruktion. Verringert die Kosten an Produktion um 50% in allen Kolonien. Da steht aber minus 0,25%. Schadstoffaufbereiter, nein. Ah, kann natürlich sein, da ich nur einen einzigen von diesen von den interplanetaren Verwaltungssystemen in diesem System bauen muss. Dann gilt das für dieses System. Ja. Also beziehungsweise ich kann jetzt alle meine Produktion exportieren nach Tambiro. In diesem System. Bum. Ah, ist ja okay. Ach guck mal, und dann fliegen da auch so kleine Raumschiffe zwischen den Planeten. Die symbolisieren dann wahrscheinlich den Export der Waren zu diesem einen Hauptplaneten. So, den kaufen wir. Damit das erste Schiff unserer größeren Schlachtschiffe fertig. So, was sollst du jetzt machen? Du musst erstmal einen Schadstoffaufbereiter. Denn die Verschmutzung ist der Feind. Die ganzen Verteilungssysteme sind einfach Blödsinn. Was soll's mir bringen? Nix. Astrobrauwesen sollte dann dafür sein, dass wir wieder Produktionen hochpushen könnten. So, du bringst jetzt bitte mal die ganzen... Also deine ganze Produktion exportierst du bitte. Da sehen wir den nächsten Strahl nach Tambiro. Tambiro 2 baut noch das Wissenschaftslabor fertig. Obwohl, mach auch den Schadensaufbereiter.
Den Holosimulator wirst du wahrscheinlich nicht brauchen. Ein Wettersteuerungskontrollsystem, das braucht ihr auch alles nicht. Gaia-Transformation in 11 Runden. Schlachtschiff in 6 Runden. Heißt aber auch schon 73 Produktionen. So you take the two and multiply by... Oh, controller! What was I going to say? Ah, guck mal, da ist der Orion-Stern. Und da ist auch der Wächter mit 57.000 Stärke. Ach, guck mal, die sind nur dabei, sich hier hinten den Kopf einzuschlagen. Und gleich komme ich aus dem Nirgendwo und dann schlage ich denen allen den Kopf ein. Beim nächsten Voting soll ich bitte den Punkt einführen, dass ich bin nur hier, um den Chat zu lesen. Eine reine Talkrunde. Sowas hatten wir sogar schon mal. So, der eine darf sich aktuell eh nicht bewegen. Schön, jetzt haben wir direkt die nächstgrößere Klasse. Hier unten ist das Soll-System. Menschen haben eine Flotte von der Stärke von 5000. Meine Flotte hat eine Stärke von 10.000 in etwa. Und Soll 2 wird ja wahrscheinlich die Erde sein. Die Menschen mochten mich eh nicht. So, Regierungsbehörde, Astro-Universität, Verschmutzung, Säubern. Da ist alles okay. Magnus ist gewachsen. Dann gehen wir nach unten. Da fällt mir gerade ein, Magnus heißt der Hund von jemandem, den ich kenne. So, du schläfst da erstmal. 7 Runden, bis wir bei den Menschen sind. Keine Lust zu warten. So. Du exportierst jetzt da. Jetzt haben sie wirklich alles konzentriert auf den einen Planeten. ...88 Produktion. Dann kriegen wir einen Titan in 6 Runden gebaut. Aber schauen wir uns mal den eben an. So, du bist ein Titan. Gesamtmilitärstärke von 11.900. Irgendwie sehen bei denen alle Schiffe wie Raumstationen aus. Schwere Panzerung,
Schildkondensator wäre alles zu groß. Den Gefechtsscanner haben wir auch schon drin. Die Gefechtssensoren. ECM-Störsystem wäre jetzt gerade auch nicht das, was wir brauchen. Dann hat er so drin, schwerer Jägerhanger, Antimaterie, mein Gott, schwerer Jägerhanger, Antimateriebombe, Neutronenblaster. Ja, da können die, da erinnern wir uns ja noch dran, Raketen können neue Ziele auswählen. Aber knall dir mal den Schildkondensator drauf. Vor allem das UFO hat einen Feuerstrahl, wenn ihr mal darauf achtet, wenn das nämlich sich bewegt, hat das hinten eine Düse. Jetzt. Na okay, jetzt konnte man es schlecht sehen, aber im System sieht man das. This is GNN News. Galactic News Network. Population has boomed in a Cylon colony. Als wenn mir das noch irgendwas bringt. So, Sternbasis, den Weltraumhafen. Bodenanreicherung könnte auch machen. Da können wir vielleicht einen weiteren in die Wissenschaft reinschieben. Ah, die Flotte von den Menschen kommt zurück. Controller, new developments require your immediate attention. Mhm, Energieabsorber, Megafluxer. Energieweapon Damage plus 50%. Er steigert weder die Trefferchance an einem Ziel in größerer Entfernung, noch verhindert er den üblichen Schadensverlust über Reichweite. Ach komm, wir machen das, wo wir mehr reinkriegen in die Schiffe. So. Ich würde sagen, damit sind wir im Krieg mit den Menschen. Und bevor die sich da wegbewegen, zerstören wir die doch direkt vor Ort. Jetzt gucke ich mal kurz in Diplomatie. Ah ne, wir sind immer noch in Frieden, obwohl wir irgendwas zerstört haben von denen. You have a lot of nerve showing your face around here. Krieg erklärt. It's clear you don't value our deals nor our friendship. So be it. Ich habe es verstanden, so beard. Aber er meint so weird. Tut mir leid, Menschheit, ich werde euch jetzt vernichten. Deshalb guckt nicht aus dem Fenster, wird gleich hell.
oben ist mein neues Schlachtschiff. Die haben viele Raketen. Mein Gott, mein Titan. Beziehungsweise... Doch, das Schlachtschiff ist ein Titan, ne? Ah ne, wir bauen den Titan noch. Ah, sehr schön. Da schwächeln die schon. Der hat keine Chance, durch meine Schilde zu kommen. Meine Schilde laden schneller auf, als der Schaden auf mich machen kann. Das war's mit deren Kreuzer. Was sollte das denn werden? Entlass den Bordschützen! Tja, das war die menschliche Flotte. Aha, Gaia-Transformation abgeschlossen. Und weil ihr jetzt gerade nichts zu tun habt, baut doch mal einen Titan in 8 Runden. Oder 7. Während wir Zoll angreifen, die sogar Bodenbatterien haben. Genau, bleib mal cool mit denen. Lass das! Ihr sollt nicht sterben! Was ist das denn? Achso, das UFO ist dran vorbeigeflogen. Oh, wir sind immer noch zu schnell unterwegs. Entschuldigung. Ich habe mich schon gewundert, warum geht das denn so schnell alles? Wenn die KI noch ein bisschen pushen konnten und auch die Schlachten so ein bisschen taktischer, also mit die Slots hier unten sind ja dafür da, dass man halt so Spezialsachen drin hat, wie zum Beispiel hier diesen Schildkondensator, um seine Schilde zu boosten. Aber zurzeit ist einfach, ne, man ist einfach zu schnell, zu überlegen. Natürlich ist das eine Beta, beziehungsweise ist es eine Early Access Phase. Ich sag ja, das müssten sie halt in Zukunft mal ein bisschen anpacken. Zurzeit ist es ein schöner Weltraumsimulator.
Da kann ich auch Elite Dangerous spielen. Elite Dangerous ist ein schöner Weltraum-Flugsimulator. Mit einem schönen Gefühl. So. Geostationäres Warenlager abgeschlossen. So, Magnus Prime hat Bevölkerungslimit erreicht. Die interplanetare Verwaltung wird dir nichts bringen hier oben, also mach eine Gaia-Transformation. 51 Runden, wofür eigentlich? Für nix dann, ne? Produziere Handelswaren. Bedrohliche Flotte entdeckt. Nein, die Flotte ist doch nicht bedrohlich, das ist doch nur ein Techniker. So, Heimatplanet der Menschen ausgelöscht. Na. Bau ruhig die Bodenbatterien, danach säuberst du den Planeten nochmal und dann geh auf Handelswaren. Moment, wir machen erst die Bodenanreicherung, die können wir bestimmt auch kaufen. Ja. Dann können wir mich einen von den Zivilisten wegnehmen. Ach, da unten ist auch noch ein Weltraumwächter. So ein Weltraumdrache. Ich hier hochziehe. Die haben sie echt, die KI hat sich kaum ausgebreitet. Das war im letzten Spiel anders. This is GNN. The birth rate has returned to normal on the Cylon colony. Controller, new developments require your immediate attention. Pa. Nix da. Tiefe Kernmine nehmen wir. So, genau, verbessere die Produktion. Steigert den Wert einer Zelle für die Produktion. Da haben die hier auch nur einen Kreuzer. So, ein bisschen Kamikaze.
Lass das, KI. Das ist nämlich, du kannst die AI gar nicht ausschalten. Oder ist sie standardmäßig aus und das ist nur falsch markiert? Das bedeutet, wenn ich das klicke, dann würde die AI arbeiten. Und natürlich ist es so. Jetzt ist nämlich die künstliche Intelligenz aus und wenn ich da oben klicke, dass der Haken weg ist, dann ist die AI an. Tja, ach, das waren die Jäger übrigens, die da losgeflogen sind. Die Jäger erreichen das Ziel nicht mal. Ich finde irgendwie, die Planetenverteilungen sind auch zu schwach. Ah, Titan 2 ist abgeschlossen. Sehr schön. Dann baut ihr jetzt mal alle die tiefen Minen im Sektor. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Produktion raus. Und wenn wir die Todessterne bauen können, können wir den Gegner richtig schön ärgern. So, 12.000 Kampfkraft in einem Schiff. Warum auch nicht? Achtzehn Runden. Genau, flieg erstmal dahin. Baue erstmal weiter aus. Danach kannst du die Gaia-Transformation machen. Ah, wo mir das gerade einfällt. Wir hatten noch ganz oben im beim Planeten. Genau, hier ist nämlich Handel. Aktuell eingestellt, sollte aber auch sein lassen. Ob es irgendwann eine Runde gibt, wo ich die anderen Spezies nicht ausradiere? Ja, sobald es mehr Siegbedingungen gibt. Man kann zwar mit dem Rat gewinnen auch, aber es macht halt nicht viel Sinn. Also beziehungsweise, wenn der Rat jetzt einberufen werden würde, würde ich sowieso gewinnen. Die Abstimmung. Ich muss ja nur für mich selbst stimmen. Ist ja total geil. Woe to us all, when diplomacy and chivalry have come to an end. Ja, Hauptsache nochmal ein Schiff fliegt vorbei. Ja, die Zerstörer. Die können da ruhig passieren. Ich bewache nur den Abschnitt erstmal.